Ich begrüße euch zu einer neuen Folge Pokémon Nuzlocke. In den letzten Folgen ist ja einiges passiert, deswegen laber ich jetzt nicht lange um den heißen Brei und zeig euch, womit ich mich die letzten Tage beschäftigt habe, wie ich mein Team noch irgendwie ein bisschen optimieren kann. Und wir haben ein paar neue Gesichter. Also ihr habt sie schon mal gesehen, aber im Team, naja gut, eigentlich habt ihr so gut wie alles schon mal gesehen. Und zwar habe ich Drift Zeppeli, also Turkodrift, leider auf die Box geschmissen, weil ich glaube, auf lange Sicht ist Casper, also Zwölffins, tatsächlich besser. Zwölffins hat unglaublich gute Werte. Schon jetzt hat extrem hohe Verteidigungswerte und einen sehr, sehr guten Angriff. Und wie ich jetzt gerade sehe, hat es auch ein echt gutes Wesen. Froh bedeutet minus Special Angriff und plus Speed. Und den Special Angriff, den werden wir nie nutzen, deswegen ist das ziemlich gut. Und Zwölffins lernt später noch wirklich coole, nervige Attacken, sowas wie Fluch oder Irrlicht. Damit kann man den Gegner richtig nerven. Dementsprechend haben wir auch ein neues Flug-Pokémon gebraucht und da ist Fluffy wieder am Start. Wir haben ja leider Scharxel verloren und deswegen dachte ich, es kann nicht schaden, noch einen Drachen im Team zu haben. Kann noch nicht so gute Attacken, aber wir werden Fluffy jetzt Drachenklaue beibringen. Habe ich hoffentlich als TM. Mir ist so, als hätte ich das mal eingesammelt. Noch ist Rosie auch drin, aber ich werde Rosie auch gegen Schnepke austauschen. Nur wahrscheinlich jetzt noch nicht, weil Schnepke noch ein bisschen Training braucht. Und allein die beiden, Level 22 und 21, die sind einfach noch zu schwach. Also die muss ich jetzt noch gut trainieren. Deswegen kann ich es mir nicht erlauben, noch ein schwaches drin zu haben. Also ist Rosie aktuell noch dabei. Ich kann Schnepke eh noch nicht entwickeln. Aktuelles Level Cap ist 41. Schnepke entwickelt sich Level 42. Ja, deswegen ist das der aktuelle Plan für das Team. Das sind eigentlich ziemlich gute Pokémon. Müssen nur noch ein paar gute Attacken lernen. Und damit fangen wir jetzt an. Ja, sogar zweimal Drachenklaue. Perfekt, das bringen wir auch sofort bei. Denn Altaria hat eigentlich weder einen guten physischen Angriff noch einen guten speziellen Angriff. Deswegen ist es relativ egal, ob es spezielle oder physische Attacken kann. Leider hat dieses Altaria ein Wesen, was Minus auf Angriff macht. Das ist natürlich nicht so gut. Aber Altaria lernt demnächst, demnächst, ich habe es mir aufgeschrieben, Level 5, nee, Level 39 sogar erst, lernt Drachentanz. Und das würde ich gern benutzen. Drachentanz ist eine gute Attacke. Gegenstoß. Oh, ich glaube, Gegenstoß kann Zwölffins lernen. Ja. Aber da warte ich auch mal noch mit Gegenstoß. Kann Zwölffins vielleicht sogar Ableithieb lernen? Oh, das wäre richtig gut. Nee, nur Rosie. Komischerweise nur Rosie. Ruheort könnten wir Altaria noch beibringen. So, ich werde jetzt aber Matschbombe. Ich habe mich dazu entschieden, Matschbombe Bisaflor beizubringen. Weil das einfach eine saugute Attacke ist. Und Bisaflor sogar ein bisschen mehr Special Angriff als normalen Angriff hat. Und es ist viel besser als Kopfnuss, definitiv. Und damit ist eigentlich das Moveset von Bisaflor schon final. Also so würde ich es, glaube ich, lassen. Außer ich komme irgendwie noch an Gigasauger, Megasauger, aber es sah nicht so aus, ehrlich gesagt. Ja, das ist jetzt aktuell das Setup, würde ich mal sagen. Ich glaube, Bisaflor hat Münzamulett, ja, ganz genau. Deswegen kommt Bisaflor jetzt mal nach vorne. Altaria hat von mir den EP-Teiler bekommen, weil Altaria aktuell das schwächste Glied der Kette ist. Und jetzt müssen wir ins Training. Ach, mir fällt gerade ein, wir kommen ja gleich zur Höhle. Und da brauchen wir, glaube ich, Stärke. Dann müssen wir Schlurp auch wieder mitnehmen. Aber die paar Trainer hier machen wir jetzt mit dem aktuellen Team. Und Matschbombe wird jetzt auch direkt schon mal eingesetzt und Sonflora einfach zerbersten. Sonflora wird absolut keine Chance haben gegen Matschbombe. Sehr gut. Ja, wir müssen dann leider gleich nochmal zurück. Oh, da kommt ein Flamara. Level 29. Aber ich glaube, Matschbombe matscht Flamara weg. Ich meine, es sind 7 Level Unterschied. Matschbombe hat den Step-Bonus. Oh ne, Flamara hält's aus, aber kann zum Glück nur Glut. Macht keinen großen Schaden, keine Verbrennung, deswegen ist das easy. Ein bisschen riskant, aber ich glaube, selbst ein Flammenwurf hätte jetzt Bix nicht ausgenockt. Deswegen ist das auch okay.
So, wie viel Geld kriegen wir von dir? 1800, nice. Also so geht das gut mit dem Münzamulett. Dann haben wir hier einen Angler. Ich weiß gar nicht, ob in der Höhle selbst auch gleich Trainer sind. Ich glaube nicht, ehrlich gesagt. Oh, Relaxo. Kann sein, dass... Was kann denn unser Zwölffinst für Attacken? Oh nein, ich habe auf Wechseln geklickt. Oh, ich wollte mir nur die Attacken angucken. Aber ich glaube, Casper könnte eh noch keine Attacke, die Schaden macht. Ach, wir können ja direkt gucken. Ja, genau. Also Casper könnte auch aktuell gar keinen Schaden machen. Von daher ist es eigentlich gar nicht schlimm. Na gut, dann geht's zurück zu Pisaflor. Das war jetzt eine ziemlich sinnlose Aktion, aber naja. Oh nee. In dem Fall mache ich mal Egelsamen, weil ich Pisaflor jetzt nicht nochmal auswechsle. Und so kriege ich wenigstens immer ein bisschen was zurück, was auch immer Relaxo gleich noch mit mir macht. Und wir hoffen einfach mal, dass wir schnell aufwachen und Relaxo ein bisschen einmatschen können. Ah, ist keine Erholung, ist auch nervig, aber ist nicht so schlimm. Wir wachen wahrscheinlich früher auf und währenddessen schadet Egelsamen noch ein bisschen. Pisaflor heilt das letzte bisschen. Wacht hoffentlich jetzt gleich auf. Ja. Hauptsache vor Relaxo. Und Hauptsache, es kann nochmal vor Relaxo angreifen. Au, es kann Schlafrede. Na gut, okay, dann kann es doch Schaden machen. Setzt aber nochmal Gena ein. Schlafrede ist, ja, ein bisschen doof eigentlich. Also wählt dann random eine der Attacken aus, außer Schlafrede. Und dann ist die Chance natürlich bei 33%, dass es nochmal Gena wird, die sinnlos ist. Aber es kann auch Schnarcher. Aber wie wir gesehen haben, macht das sehr wenig Schaden. Aber Schnarcher ist da schon besser. Aber Relaxo wacht echt vor uns auf, aber setzt nochmal Schlafrede ein. Ja, jetzt hoffen wir natürlich, dass Pisaflor aufwacht. Und dann sollte Matschbombe eigentlich auch ausreichen. Du hast lang genug geschlafen, jetzt mach, ja. Relaxo hält natürlich einiges aus, aber hält auch eine Matschbombe aus. Ja, und es setzt nochmal Erholung ein. Oh. Na gut. Ja, Relaxo ist aber auch ein Tank, ne? Steckt einiges weg. Blättersturm würde ich jetzt nicht machen. Nicht nur verwirrt, aber ich glaube jetzt im Schlaf. Jetzt sollte es auf jeden Fall reichen. Nochmal Egelsamen, nochmal Matschbombe und zur Not nochmal Egelsamen. Dann ist das Ding aber auch weg. Hat doch gereicht jetzt. Ich hoffe, es kriegen wenigstens alle schön viel Erfahrung. Zum Glück kriegt Casper auch ein bisschen. Aber dadurch, dass es sich durch 3 geteilt wird, ja, 200 ist das nicht so viel. Kingler. Ja, da habe ich doch schon die beste Antwort drin. Dann kann noch mal ein bisschen getanzt werden. Leider nur 2 Pokémon. Also jetzt würde ich mir schon wünschen, dass die Trainer ein bisschen mehr haben. Das aktuelle Level Cap 41, da ist bei so vielen noch richtig viel, also Fluffy ist 20 Level fast drunter. Oh, Gudrun, hast du etwa ein Item für uns? Tuska, ach komm, sie will nicht mal kämpfen. Dann wäre ich auch zurückgeflogen zum Kämpfen. Die haben wir aus Versehen schon letzte Folge gemacht, aber ihn nicht. Ein Ass-Trainer. Die haben ja meistens recht gute Pokémon, aber spielt jetzt natürlich keine Rolle bei einem Randomizer. Aber sie haben meistens auch ein bisschen Geld. Ah, sehr schön. Sehr schön. Ich würde mal das Risiko eingehen und Blättertanz machen. Es dürfte danach bloß kein Lavados kommen, vielleicht. Lavados wäre schlecht. Oder ein anderes legendäres, was Blättertanz wegtankt. Maschok, ja. Das kann gerne Blättertanz abbekommen. Das ist halt der Nachteil am Blättertanz. Das ist ein bisschen doof, dass das jetzt Pisaflors einzige und auch stärkste Pflanzenattacke ist, die Schaden macht. Ja, Vergeltung, ja, könnte einigen Schaden machen, aber zum Glück ist Pisaflor auch Typ Gift und deswegen resistent gegen Kampf.
noch kein Level gestiegen. Ja, also jetzt dauert's. Haben wir? Moment mal, ich habe nur nachgeguckt, oder? Ich hab's nicht beigebracht. Nee, ich hab's nicht beigebracht. Mich gerade daran erinnert, dass Altaria jetzt Drachenklaue kann. Aber das stimmt. Doch, kann sie. Hä? Dann habe ich. Keine Ahnung, habe ich gerade geschlafen. Irgendwie dachte ich, wir haben es nur angeklickt, aber nicht ausgewählt. Weißt du was? Habe ich letzte Folge schon geguckt? Oh, habe ich nicht. Ein Elixier, sieh an. Die Stelle sah verdächtig aus. Da liegt auch was. Ein Hyperball. Nice. So. Maniacs haben, glaube ich, auch ein bisschen Geld. Das ist gut. Schildheros. Das ist keine Herausforderung, aber ich werde trotzdem einmal Egelsamen einsetzen, weil wahrscheinlich einmal Blättertanz nicht reicht. Das ist nervig. Dadurch, dass jetzt der Angriff erhöht wurde, macht es auch mehr Schaden, wenn Bisaflor sich selber verletzt. Das ist ein bisschen doof. Aber, okay, und? Ja, ist schon einiges. Eisenabwehr ist nicht so schlimm, weil Blättertanz ein spezieller Angriff ist. Immerhin hat es einmal Egelsamen abbekommen. Wir kriegen ein bisschen was zurück. Komm, jetzt darfst du aber mal angreifen. Danke. Hätte vielleicht doch gereicht, ein Blättertanz, wer weiß. Schade, Akira, nur ein Pokémon. Aber 3800 Poké-Dollar. So, ist jetzt hier noch was? Ja, noch ein Angler. Ich wäre jetzt schon fast weitergegangen, aber zum Glück ist hier noch ein Angler. Und dann ist da, glaube ich, nur noch ein Vogelfänger und dann war es das mit der Route schon. Ja, das reicht natürlich nicht. Das reicht natürlich hinten und vorne nicht, die Erfahrung. Aber unter Ebenholz City, wo wir dann nach der Höhle hinkommen, da gibt es einige Trainer. Da wird hoffentlich auch noch ein bisschen gelevelt. Plus die Arena. Ich werde versuchen, in der Höhle so viel wie möglich mitzunehmen. Und dann schauen wir mal, wie es aussieht. Aber es ist schon noch viel, viel Arbeit bis Level 41. Könnte knackig werden. Aber ich habe ein ganz gutes Gefühl mit dem Team. Ist leider ein bisschen physisch ausgelegt, tatsächlich. Aktuell habe ich mehr physische Angreifer. Aber man kann sich es halt nicht immer aussuchen. Wie in der Nuzlocke. Guck mal, Blättertanz reicht. Das ist nur neutraler Schaden. Reicht trotzdem. Sehr gut. Altaria levelt leider auch richtig langsam. So, da hat der Angler gerade noch die Nummer bekommen. Er wird mich eh nie anrufen, so wie alle anderen auch. Zumindest nicht mit einem Item. Naja, was soll's. So, jetzt ist hier noch dieser eine Vogelfänger. Und dann ist die ein bisschen nervige Eishöhle, wo man auch ein bisschen hin und her Felsen verschieben muss. Also so ein bisschen rätseln. Aber nützt ja nichts, wir müssen da durch. Oh, das war schon wieder ein bisschen voreilig jetzt. Man weiß halt nicht, was danach kommt. Wenn danach jetzt ein legendäres Feuer, Pflanzen, irgendwas Pokémon kommt. Pupita, das ist zum Glück gut. Aber es ist immer riskant. Das früh in einem Kampf einzusetzen, ist eigentlich nicht gut. Naja. Eine bessere Attacke können wir, glaube ich, Bix nicht beibringen. Ich kann gern nochmal nachschauen, aber... Ich meine, da ist nicht wirklich viel drin. Nee, ich gebe dir nicht meine Nummer. Nein. Nee, möchte ich nicht. Ich glaube, ich habe jetzt auch keine Lust zurückzulaufen. Und da wir Rosana eh bald aus dem Team kicken, kann ich ihr auch einfach noch schnell Stärke geben. Die kann es nicht... Ey... Das ist ja ein Witz. Also sie kann irgendwie krasse Kampfattacken, Eishieb, Ableithieb, aber sie kann mir keine Felsen verschieben. Ah, das ist jetzt, das hätte ich nicht gedacht. Na gut, dann müssen wir halt jetzt nochmal zurück. Und Schlurp kann Stärke.
Schlurp ins Team holen. Da ist er. Zack. Ja, jetzt ist unser Team noch ein bisschen schwächer. Ich glaube, in der Höhle kommen aber, wenn überhaupt, nicht viele Trainer. Das schafft hoffentlich das Team so, wie es ist. Oh, nein, 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 nein. Rita ist sehr, sehr langsam. Wir bringen jetzt mal Quapuzzi an die Spitze. Und heilen nochmal. Denn Bisaflor brauchen wir gegebenenfalls, falls da Trainer kommen. Ich weiß es echt gerade nicht. Wir werden es sehen. Auf jeden Fall gibt es ein paar Items. Hoffentlich auch eine gute TM. Das weiß ich nicht mehr. Okay, so, wir radeln da jetzt mal ganz schnell hin. Können nochmal hier oben lang. Nicht, dass wir doch noch einen vergessen haben. Ne, den haben wir, ja. Das war's also auf dieser Route. Das ging schnell. Und ab in die Höhle. Wir können hoffen, dass jetzt hier ein paar krasse Gesteins- oder Feuer-Pokémon oder Boden-Pokémon kommen, damit Quappo ein bisschen an der Spitze aufräumen kann. Und ein bisschen trainieren kann. So, liest hier was? Nee. Das ist doch der Kameraboy schon wieder. Ja, ja, klar. Mach mal einen kleinen Schnappschuss. Es sind leider ein paar neue Gesichter im Team. Nicht ganz freiwillig, leider. Aber es sieht gut aus. Ist ein gutes Team. So, was kommt hier? Wir haben nur ein Zwölffins bis jetzt gesehen in der Höhle und es ist wieder eins. Ich denke einfach mal, dass es trotzdem relativ viel Erfahrung bringt. Und wir können natürlich nur... Ah, es hat Erzwinger. Das ist natürlich ein bisschen nervig, weil dadurch verbrauche ich doppelt AP. Und wenn wir jetzt die ganze Zeit gegen Zwölffins kämpfen, könnte das ganz schön AP ziehen. Vor allem reicht nicht mal ein Surfer aus. Das heißt, wir haben jetzt für dieses Zwölffins schon viermal Surfer verbraucht. Das ist natürlich nicht so gut. Also hoffentlich sind ja noch andere am Start. Naja, wie viel Erfahrung bringt es denn? 330 ist ganz in Ordnung. Jetzt müssen wir uns hier nämlich irgendwie durchmanövrieren. Das sieht ganz gut aus. Ja, okay, das haben wir schon mal geschafft. Dieses Item. Das war auch easy. Ach, Kaskade. Gut, kann man übersehen. Das ist natürlich interessant, dass sie es hier hingepackt haben. Was ist das für ein Typ? Ach, er hat wahrscheinlich Kaskade... Ach so, wahrscheinlich hätte er jetzt gesagt, ey, hilf mir mal, da unten liegt meine VM. Habe ich aus Versehen da runtergeschmissen. Na gut, jetzt darfst du sie behalten. Wahrscheinlich hätte er mich darauf hingewiesen, sonst wäre es natürlich mega random, wenn man das übersieht. Ja, hier ist diese Stärke-Action. Okay, der kommt nach oben, der andere nach unten. Da müssen wir von der anderen Seite wieder ran. Jetzt muss ich ganz kurz überlegen. Ja, ich glaube so. Ja, sieht gut aus. Oder auch nicht. Kann man hier unten lang? Ja. Sah kurz so aus, als könnte man da unten nicht lang laufen. Dann wäre das natürlich Fail gewesen. Oh, ein Blitzer. Kann, glaube ich, keine gefährlichen Elektroattacken gerade. Ist aber schneller als Gustavo. Mal gucken, ob es reicht. Blitzer hatten nämlich keine hohe Verteidigung. Es reicht trotzdem nicht ganz. Ruckzuck-Heat nur. Es kann maximal Donnerschock und es ist auch nicht gefährlich. Wir heilen uns sogar wieder. Auch 300. Auch in Ordnung. Oh. So natürlich. Und so.
Der erste Stein ist unten. Liegt hier was? Nein. Gut, was haben wir hier? Der muss runter. So, jetzt einmal hier rum. Es kann gerne noch ein Blitzer kommen. Hier in der Höhle gibt es echt ganz coole Pokémon. Ja, machen wir doch mal Buddy Slam. Das hält Tropius bestimmt auch aus, wenn es Blitzer ausgehalten hat. Tropius könnte aber nervige Pflanzenattacken können. Ja, Rasierblatt. Aber der Levelunterschied ist riesig. Ja, das war sogar ein Volltreffer. Ja, ist okay. Das halte ich aus. Jetzt wird noch mal ein bisschen geheilt und beim nächsten auch. Ich glaube, Gustavo ist hier an der Spitze schon ganz gut aufgehoben. Und er kann ja auch noch 5 Level steigen bis zur Arena, theoretisch. Nice, Level 24. Es wird langsam. Fluffy ist auf jeden Fall auch ein Tank. Das ist nicht verkehrt. Oh, jetzt muss ich mal gucken. Ja, einmal so, dann nochmal rum. Und rein da. Das Nervige wird nur gleich, da unten die richtige Route zu finden. So, wie ging das denn jetzt? Ich kann das eigentlich nur nach oben machen, habe ich keine andere Wahl. So, und jetzt nach links oder rechts? Ich würde einfach mal sagen nach rechts, weil da mehr Platz ist. Oh. Und ein Fulliporba, was ist das für eine Höhle bitte? Also tatsächlich, Gustavo an der Spitze hat gut zu arbeiten, aber hier gibt es gute Pokémon in der Höhle. Aber ich bin sehr zufrieden mit 12 Finst, also, oh, das hält aber einiges aus. Eieiei. Den Rest kann doch dann Fluffy machen. Macht zum Glück nur rechte Hand. Da will es zweimal angreifen, aber leider wird das nichts. Gucken, ob das ausreicht. Fluffy hat, wie gesagt, keinen hohen Angriff. Aber das können wir ausgleichen mit Drachentanz. Kann sehr mächtig sein. Also wenn man das in der richtigen Situation einsetzen kann und dann mehrfach Altaria aufpumpt, kann das sehr, sehr, sehr gut sein. Und da Sharksley jetzt... Oh, das sieht verdächtig aus. Da kann ich nicht lang. Nee. Und da Sharksley jetzt weg ist... Ja. Ist ein Platz im Team frei geworden für den nächsten Drachen. So, jetzt sind alle Felsen unten. Ach, ich muss gar nicht zur Leiter. Ich kann mich auch einfach hier ins Loch fallen lassen. Ist mir gerade eingefallen. Da kommt noch ein Tropius. Also bisher könnte auch Altaria an die Spitze. Aber Altaria würde auch nichts one-hitten, glaube ich. Da lasse ich es einfach so. Aber echt coole Pokémon hier in der Höhle. Wären alle irgendwie gut gewesen. Klar, Pflanzen haben wir genug. Also eigentlich Glück, dass wir nicht Tropius oder Fulliporba gefunden haben. Die wären zwar auch irgendwie cool gewesen, aber ich hätte sie auch nicht eingesetzt, weil ich genug Pflanzen habe. So, jetzt muss man mal schauen, wo wir hier langkommen. Okay, wir haben es direkt geschafft. Jetzt weiß ich nicht, was das da für Items sind. Ob ich deswegen nochmal zurückgehe? Ich glaube ja, weil ich lasse mich im Zweifel einfach nochmal durchs Loch fallen. Top-Trank, ja. Ich lasse mich sonst einfach nochmal durchs Loch fallen, wenn ich denn den richtigen Weg nicht von alleine wiederfinde. Ich gucke ja nochmal, ob hier nicht nochmal Items liegen. Steckte. Ich glaube, ich lasse mich tatsächlich einfach gleich nochmal durchs Loch fallen. Das war ja easy mit diesem Loch. Ah, perfekt. Cognodon hat wahrscheinlich eine ganz gute Verteidigung, aber ich würde trotzdem lieber Zertrümmerer einsetzen, einfach um Surfer noch ein bisschen zu sparen. Ne, es reicht.
Das gibt auch wieder gute Heilung. Ja. Aber halt auch kaum Erfahrung. Gut, in dem Fall lasse ich mich wieder durchs Loch fallen. Und ich hoffe, ich habe jetzt instinktiv irgendwo hingedrückt. Ich hoffe, das tue ich jetzt wieder. Wo werde ich hingedrückt haben? Nach unten wahrscheinlich. Ja. Geil. Hatte ich das? Ja. Cool. Das war nicht so kompliziert, wie ich es in Erinnerung habe. Zum Glück beherrscht Quappo Zertrümmerer. Ewiges Eis? Achso, Rosana ist ja gerade nicht mehr im Team. Aber das können wir gleich nochmal Rosana geben, solange sie noch im Team ist. Dann sind wenigstens ihre Eisattacken ein bisschen stärker. So, liegt hier noch was? Was ist hier? Da geht's wieder hoch. Dann müssen wir gleich lang. Und dann müssen wir wahrscheinlich, wenn wir das Item wollen, hier irgendwo hin. Hätte ich vielleicht nochmal genauer gucken müssen. Tauboga. Auch nicht schlecht. Aber wir haben jetzt Fluffy. Auch das wäre nur ganz nett gewesen. Und da kommt die Paralyse. Bitte nicht Wirbelwind. Jetzt, wo ich schon so viel Energie... Windstoß. Das dürfte nicht so viel Schaden machen. Nee, easy. Noch ein bisschen Healing. Eins. Ah, es war sogar richtig. Oh, Lawine. Das ist auch gut. Lawine ist gut. Das können, glaube ich, auch einige im Team lernen. Vielleicht kann es sogar Rihornio lernen. Das wäre auch gut. Das müssen wir nur einmal nach unten schieben. Und dann haben wir auch das Item. Und dann war es das, glaube ich. Ich glaube, das ist schon der letzte Raum. Also der vorletzte Raum. Danach kommt nur noch der Raum mit dem Ausgang. Eisen. Erhöht Verteidigung. Bevor ich es vergesse, werde ich es auch gleich benutzen. Wer kann denn Verteidigung gebrauchen? Das sind alles irgendwie Tanks. Rita, Casper, Fluffy. Das sind alles Tanks. Ich gebe es Rita. Da fahre ich eher, da sage ich eher immer, boah, Azuma wäre auch gut. Lieber die Stärken, noch mehr Stärken. Ich hätte jetzt das natürlich auch dem geben können, der eine niedrige Verteidigung hat, aber da hilft ein Eisen auch nicht viel. Lieber stärke ich die, die schon eine gute Verteidigung haben, damit sie noch besser werden. Damit sie schöne Verteidigungsexperten werden. Ja, so vergebe ich meine Vitamine. Seegesang hat sich auf jeden Fall schon als sehr, sehr nützlich erwiesen. Ist es? Ja. Letzter Raum. Und ein Protein noch. Ja, wen geben wir das denn? Wir haben wieder richtig viel physische Attacker. Können eigentlich fast alle. Bix natürlich nicht. Rita, Gustavo, Casper, Fluffy. Können alle können das bekommen. Ich werde es Rita, auch Rita geben. Es kann sein, dass Quappo Surfer behält. Oder ist das Kimono Girl? Einen kleinen Schubs, oder was? Willst du einen kleinen Schubser? Ja, klar. Hui! So, wie komme ich jetzt da unten hin? Ich glaube, indem wir... Nee. Nee, okay. Dann muss ich von... Ja, das ist jetzt hier wieder das Komplizierte, ne? Kann ich nur nach oben? Dann komme ich hier raus.
Ja, das sieht gut aus. AP Plus, auch richtig gut. Damit warten wir aber noch. Das können wir auch vor der Liga vergeben. Okay, jetzt finde ich den. Jetzt komme ich nicht da raus. So war das. Ja. Das vergeben wir erst vor der Liga. Da können wir eh nur gucken, wer übrig geblieben ist. Was geht mit dir? Wow, Eisfahrt, extrem talentiert. Ja. Dann gucken wir, wer übrig geblieben ist bis dahin. Und geben es einfach dem, der es am nötigsten hat. Jetzt wird erstmal Mochi wieder ausgetauscht. Vielen Dank für deine Stärke. Und Rosie wird wieder begrüßt. Willkommen zurück im Team, Rosie. Du kriegst jetzt gleich das ewige Eis von uns. Dann ja, einmal heilen. Und dann kann hier direkt in Ebenholz City und einmal drunter, es können zwei neue Pokémon gefangen werden. Machen wir doch eigentlich direkt, oder? Ich meine, worauf denn warten? Ewiges Eis am Start. Casper ist relativ schwach noch. Das ist gut. Mit dem können wir versuchen, ein Pokémon zu fangen. Vielleicht kaufen wir noch Hyperbälle vorher. Ach ja, Mutter hat ja auch angerufen. Die hat wieder was gekauft. Wahrscheinlich wieder Bären. Das war's. Ich glaube, ich habe auch noch Beleber zum Verkaufen. Und ein Nugget, wie ich hier sehe. Auch sehr gut. Nee, das möchte ich nicht verkaufen. Zwei Beleber. Und sogar ein Top-Beleber. Das Elixier verkaufe ich auf keinen Fall. Das brauchen wir eventuell in der Liga. Aber ich brauche Bären. 20 Bälle. Ja gut, Bälle meinte ich, nicht Bären. Dann nehmen wir noch 5 mit. Dann haben wir 25. Hey, ist eine gute Anzahl. Könnte sogar ausreichen für das restliche Spiel. Dann holen wir hier das erste. Und unser nächster Partner wird hoffentlich. Oh, ein Stalos. Ja. Warum nicht? Warum eigentlich nicht? Ist natürlich Level 15 relativ schwach, aber. Ah, gut. Das wird eine Weile dauern, bis ich das runter habe. Ja. Ja. Oh, da ist Stalos. Ja, Casper hat aber eine gute Verteidigung. Aber wir können es ja eventuell ein paar Mal zurückschrecken lassen. Ja. Nochmal? Nein. Raserei hat keine Wirkung. Sehr gut. Wir haben auch noch ein paar Schwerbälle. Das könnte nervig sein mit Steinwurf. Aber ich hoffe einfach mal, dass es noch ein paar Mal zurückschreckt. Steinwurf zieht jetzt deutlich mehr ab. Ja. Dass es noch ein paar Mal zurückschreckt. Und dann sollte hoffentlich auch ein Schwerball genügen. Denn Stalos ist schon ziemlich schwer und es ist nur Level 15. Wir können es eigentlich auch gleich mal versuchen. Ja, noch einmal. Jetzt fängt es an, nervig zu werden. Zwei Kreideschrei. Verteidigung ist schon auf minus 4. Das ist nicht gut. Deswegen bleib jetzt drin und nerv dich weiter. Nicht ganz. Aber es hat schon gut gewackelt. Ich glaube, ich mach doch noch einmal. Ja, roter Bereich.
Nein, nein, nein. Dich möchte ich nicht verlieren. Gustavo, bitte block alles, was jetzt kommt. Und jetzt darfst du auch gern drin bleiben. Okay. Okay. Bitte lass mich nicht alle Schwerbälle verbrauchen. Es gibt nämlich einige legendäre Pokémon, die auch sehr, sehr schwer sind. Oh, was ist denn jetzt los? Der Schwerball ist der Ball nur für dich. Also, was wiegt das Ding? Ein paar hundert Kilo auf jeden Fall. Wenn hier der Schwerball nicht richtig wirkt, wo denn dann? Der Ball hat sogar die Farben von Stalos. Ah, nervt jetzt nicht. Ich meine, wir haben noch genug Hyperbälle. Es wird schon, aber es ist natürlich auch ein bisschen unnötig, jetzt hier so viele Bälle zu verbrauchen. Ich meine, nehme ich Stalos mit? Wahrscheinlich nicht. Aber ich hätte es auf jeden Fall gern. Stalos ist gar nicht schlecht. Dann halt ein Hyperball, wenn dir das lieber ist. Ich hätte es natürlich schöner gefunden, wenn du auch in einem Schwerball bist, weil der farblich irgendwie zu dir passt. Hyperball ist also auch nicht so gut, ne? Du kleines, fieses Ding. Bleib jetzt einfach drin. Du kostest mich nur unnötig Geld und Zeit. Ey, nee, ganz ehrlich, also der Schwerball ist schon der perfekte Ball für Stalos. Der muss doch wohl funktionieren. Mann, jetzt... Oh. Was soll denn das jetzt hier? So unnötig. Kommt halt noch Schlaf. Jetzt aber. Come on. Ich habe danach keine Schwerbälle mehr. Drei. Yes. Immerhin. Mit dem letzten Schwerball. Immerhin passt der Ball jetzt farblich zu Stalos. Ist ja auch ganz nett. Stahlboa. Man sagt, dass ein Onyx, das über 100 Jahre alt ist, hart wie ein Diamant wird. Sein soll. Whatever. Hart wie ein Diamant. Oder auch so hart wie... Vibranium. Das ist Vibranium. Vibranium. Willkommen im Team. So. Jetzt muss ich wieder heilen und dann gehe ich direkt ins nächste Feld da unten. Zwirfins kann vorn bleiben. Und dann gibt es hoffentlich noch was Cooles. Danach gibt es gar nicht mehr so viele mögliche Fangoptionen. Also in der Höhle, in der Drachenhöhle gibt es danach noch ein Encounter. In den Strudelinseln. Und jetzt unterhalb von Ebenholz City. Und das war's. Kommt jetzt schon ein Trainer? Nee. So, was Cooles, was richtig Cooles, was richtig Cooles, was richtig Cooles.
Ist nicht uncool. Ist nicht uncool. Nidoking, Mondstein haben wir, glaube ich, sogar. Oh. Nidoking ist nicht schlecht. Oh, haben wir vielleicht sogar einen Mondball? Das wäre cool. Timer, Hyper, Köder, Turbo, Luxus, Flott. Vielleicht reicht ja jetzt noch ein Flottball. Es waren ja erst zwei Runden, aber... Nee. Nicht vergiften. Gut. Ja gut, dann mache ich jetzt hier gar keine großen Experimente und setze den Köder. Das wäre ein Experiment. Setze den Hyperball ein. Gut, Nidorino, willkommen im Team. Es ist aufbrausend und setzt sein Horn, dessen Gift im Kampf noch potenter ist, ohne zu zögern ein. Das klingt nach einem richtigen Pokémon für mich. Wir nennen dich... Nicht Kick. King. Kingston. Dass eventuell irgendwann noch ein Nidoking wird. Ja, dann können wir hier direkt auch die Route abgehen. Oh, Rita muss auch gleich nochmal nach vorne. Ja, dann geben wir jetzt hier die Route ab. Es liegen auch noch ein paar Items hier rum. Einige Trainer. Gutes Geld. Aber nicht mehr so viel Trainingsmöglichkeiten. Also langsam... Ja, müsste man mal... Die sind alle auch nur Level 25. Da kannst du nicht gut trainieren. Ja. Die Arena wird schon nicht ohne. Also ich sollte zumindest ein paar Level 40er haben. Bix und Gustavo sind jetzt nicht mehr so weit davon entfernt. Ah, Staravia. Gute alte Zeit. Aber... Weiß nicht, ob mir zwei reichen. Auf Level 40. Wir machen auf jeden Fall die Trainer in der Arena noch. Die haben stärkere Pokémon. Die scheinen jetzt alle hier so Ende 20 zu sein. Die Level. Okay. Und ich habe mich gerade über Nidorino gefreut, während hier Groudon in den Gräsern rumlungert. Aber gute Trainingsmöglichkeit. Wenn das jetzt häufig kommt, also wenn das jetzt hier der Ersatz für Kleinstein oder Georock ist, uiuiui, dann können wir aber richtig gut trainieren. Ah, das hätte ich gern gehabt. Oh, Groudon. Cool. Ah, naja, Nidorino ist ja später wenigstens auch Typ Boden. Das Groudon für Arme, aber wer weiß, ob wir Nidorino überhaupt ins Team nehmen irgendwann. Aber möglich. Da kommt noch eins. Okay, es scheint häufig zu sein. Das ist gut. Das ist sehr gut. Ah, oh Mann, Groudon wäre cool gewesen. So viele Chancen haben wir nicht mehr, ein legendäres Pokémon zu fangen. Wenn es passiert, passiert's. Wenn nicht, dann ist es eben auch so. Immerhin können wir es als guten Sparringspartner benutzen. Sparring oder Sparring? Sparring sagt man da immer, ne? Sparring. Sparringspartner. Aber die Trainer haben hier ganz solide Pokémon. Finde ich gut. Trotzdem auch nicht zu große Gefahr. Starillili, ja, das erst recht nicht. Wenn Fluffy Level 30 ist, dann würde ich den EP-Teiler mal abgeben. Ich glaube vorher nicht.
Level 30 dauert auch noch eine Weile. Also ich glaube, ich muss vor der Arena schon noch eine kleine Trainingssession hinlegen. Hey, Lasho King. Wie auf der Route jetzt die Pokémon kommen, die ich verloren habe vor kurzem. Naja. Immerhin dürfte Lasho King auch ein bisschen Erfahrung bringen. Bix ist immerhin nicht so weit weg vom Level Cap. Und Gustavo auch nicht. Das beruhigt mich ein bisschen. Mutter hat wieder eingekauft. Ja, ja. Ich gehe jetzt erstmal hier runter. Dann fliege ich zurück. Ein Schwarzgurt. Ganz knapp einen Groudon verpasst, ey. Mann, Mann, Mann. Also auf dem Level können wir ruhig alle irgendwie 6 Pokémon im Team haben. Das würde mich überhaupt nicht stören. Aber es ist schon ein bisschen seltsam. Ich meine, die Arenaleiterin hat Pokémon auf Ende 30, 41 und die haben hier nicht mal Level 30er Pokémon. Das ist schon echt komisch. Nee, nee, nee. Du kriegst meine Telefonnummer nicht. Gut, tschüss. Dann sind wir auch schon gleich unten. Und dann gehen wir den ganzen Weg nochmal auf der linken Seite runter. Eine Enttäuschung. Shinox ist eine Enttäuschung. Richtig wenig Erfahrung. Dafür noch ein Lasho King. Nehme ich. Nach der Arena kriegen wir auch endlich den Meisterball. Fluffy ist Level 26. Dann ist die Chance wirklich nochmal da, dass, wenn ein legendäres Pokémon kommt, dass wir es auch fangen können. Oh, da steht noch ein Trainer ganz rechts. Ob ich wegen dem jetzt nochmal hier runterlaufe? Ich weiß es nicht. Den Kampf machen wir nicht. Ich kämpfe nur gegen Groudons. Ja, das ist auch schon das Ende. Hier kann man, glaube ich, Dratini angeln. Also in der normalen Version. Ist hier noch was? Das ist, glaube ich, die Route vom Anfang. Das heißt, hier dürfen wir nichts fangen. Ich check das direkt mal. Pokécom. Den nutze ich nie. Hier ist ja die Karte drin. Ja, das ist die Route vom Anfang. Da haben wir, glaube ich, ganz am Anfang Quapuzzi gefangen. Oh, da unten ist ein Trainer, aber hier sind auch zwei. Ich glaube aber, die sind richtig schwach, weil man hier durch die Dunkelhöhle auch laufen könnte. Deswegen dürften die ziemlich schwach sein. Tengulist? Level 17, ja. Dann hole ich doch gleich nochmal Casper nach vorne. Und dann geht's wieder zurück und nochmal dieselbe Strecke. Magma ist schneller. Volltreffer. Magma hat wahrscheinlich auch Flammkörper als Fähigkeit. Da müssen wir aufpassen, deswegen... Oh, okay. Taktik. Taktik von einer Picknickerin, die auch einen Tengulist hat. Ja, da lassen wir Kaspar nicht drin.
Das macht dann wohl doch Fluffy. Wahrscheinlich beherrscht das Ding nicht mal eine Special-Attacke, deswegen ist das völlig egal. Und wir können gleich mal Drachenklaue einsetzen. Auf dem Level kann ich wahrscheinlich auch Fluffy nach vorne setzen. Falls irgendwelche Kampf-Pokémon oder sowas kommen. Da, Flammkörper. Ja, ist glaube ich besser, wenn Fluffy jetzt nach vorne kommt. Als ob ich hier, vor allem hier, wie soll ich denn hier hinkommen? Also wirklich. X-Tempo, gut. Das heben wir uns auf. So, Fluffy an die Spitze. Und dann darfst du auf der linken Seite mal ein bisschen aufräumen. Natürlich jetzt im hohen Gras. Gegen die Groudons. Gegen die Groudons ist so eine Sache. Wenn die auch fliehen können, weiß ich nicht. Ja. Ja, ich lasse trotzdem vorne. Kann ich immer noch auswechseln, wenn Groudon kommt. Dann kriegt Fluffy immerhin noch mehr Erfahrung. Ist ja eigentlich die Höhle dunkel? Das ist auch die Dunkelhöhle. Dunkelhöhle, ja. Und es ist, ja. Dann gehen wir da nicht durch. Ich weiß auch gar nicht, ob da irgendwelche coolen TMs rumliegen oder so. Kein Groudon. Okay. Nee, da habe ich keine Lust drauf. Da habe ich keine Lust drauf. Das brauchen wir auch in der Liga eventuell. So, Kampf-Pokémon wünsche ich mir. Oder Pflanzen. Ja, das war's. Okay, oder super schwache Basics. Wird aber nicht reichen. Fluffy, aber fast. Okay, das hat ziemlich viel abgezogen. Dafür, dass das Ding nur so wenig Erfahrung bringt, war das unnötig viel Damage. Ja, okay, dann. Nee! Was wollen die denn alle meine Nummer? Tschüss. Dann muss ich Fluffy wohl doch noch ein kleines Getränk geben. Ich gehe jetzt nämlich nicht zurück. Tafelwasser oder Sprudel? Sprudel. Item. Auch sehr nützlich. Hier liegen nur nützliche Items rum, das finde ich gut. Hier waren wir schon da drüben. Hier ist noch ein Item. Auch geil. 5000 Geld nehme ich. Noch ein Item, ey. Was ist los? Und ein Groudon. Häufig hier und wir haben es verpasst. Naja. Wir haben ja Rita im Team. Rita ist auch ein sehr gutes Boden-Pokémon. Das macht jetzt mal Gustavo. Flammsturm kann das Ding. Im Sonnenlicht. Aber es hat nicht viel Schaden gemacht. Nicht mal gereicht. Durch das Sonnenlicht sind Wasserattacken auch ein bisschen schwächer. Ich hätte trotzdem gedacht, dass es reicht. Und Hammerarm. Es kann gut attacken.
Was soll's? Erfahrung. Können wir auch verkaufen. Kommt hier überhaupt noch ein Trainer? Oder sind hier wirklich nur Items auf der Route? Oh, Kangama. Das ist auch ganz, ganz nett. Hätte ich jetzt nicht ins Team genommen, aber so für den Anfang, wenn man das am Anfang findet, das ist gar nicht schlecht. Ist relativ schnell und stark. Wie man sieht, hält es auch einiges aus. Wann lernt Altaria nochmal? Oh, Level 39 erst Drachentanz. Feuerodem Level 35. Das war auch nicht so nützlich, weil es kann ja jetzt schon Drachenklaue. Ja, ja. Da müssen wir mal schauen, welche dritte Angriffsattacke Altaria bald noch lernen soll. Ja. Hier ist doch bestimmt ein Item. Wenn man hier lang gehen kann. Nee. Warum kann man dann da hochgehen? Nee, ist kein Item. Na gut. Hier ist noch ein Boy. Okay. Okay. Ja, das war's schon. Dann kommt echt nur noch... Jetzt kann ich noch hier nach unten gehen. Hier stand auch noch so ein Wanderer. Ja, und das war's schon. Der müsste auch ziemlich schwache Pokémon haben. Oh je. Dann geht's danach schon in die Arena. Aber ich werde den Arena-Leiter heute nicht machen. Nicht mit einem Level 27 Fluffy. Das ist mir dann doch zu riskant. Nicht mal meine Stärksten sind irgendwie auf Level 40, also... Die werden alle weggesnackt. Hytera wäre gut. Hytera bringt schön viel Erfahrung. Hält keine Drachenklaue aus. Hab bitte einen Hytera. Sternduo, naja. Auch das wird weggekrallt. Zerputzi? Für die Animation von Drachenklaue ganz cool. Wieso der Bildschirm zerrissen wird. Sieht ganz cool aus. Ludwig. Bitte frag mich auch nochmal nach meiner Nummer. Ja gut, dann ab in die Arena. Und da ein bisschen weiter trainieren. Mega viele Trainer werden da auch nicht sein. Aber ich hoffe, dass die wenigstens ein paar stärkere Pokémon haben. Aber ich sollte nicht zu laut sein. Wer weiß nicht, dass sie irgendwie zu starke Pokémon haben. Deswegen kommt Altaria jetzt hier auch erstmal weg. Rita ist auch erst Level 33. Die haut zwar schon gut rein, aber die müsste eigentlich auch noch ein bisschen höher. Was aber auch nicht so schnell gehen wird jetzt mit dem EP-Teiler. Also Fluffy braucht schon die Erfahrung. Ja, vielleicht gebe ich doch jetzt schon mal Casper. Damit sie sich ein bisschen abwechseln können. Ja, ist bestimmt ganz gefährlich. Ja, so. Und da haben wir die ersten zwei
Trainer. Schauen wir mal, auf welchem Level deren Pokémon so sind. Er hat schon mal 3. Pichu. Hm. 35, okay, das ist nicht ohne. Das Pichu ist jetzt in dem Fall kein Problem, aber 35 ist nicht schlecht. Also ein Level 35er, legendäres, könnte uns tatsächlich große Probleme bereiten, wenn es denn einen ungünstigen Typ hat. Zwirfins kann ekelhafte Attacken, deswegen gehe ich mal auf Nummer sicher und mach mal Egelsamen. Ich glaube, ich werde es auch einschläfern, weil das kann halt sowas wie Irrlicht und Fluch. Ich kann ja nicht gucken. Es kann Irrlicht. Nee, Fluch kann es noch nicht. Aber es kann Irrlicht. Und das möchte ich nicht. Ich möchte nicht, dass dieser Fluch vergiftet wird. Nee, möchte ich nicht. Und dann, ja, dann dürfte es eigentlich so ungefähr die ähnlichen Attacken beherrschen wie mein Zwirfinst. Das wird nicht viel Schaden machen. Aber ich wechsle jetzt auch nicht nochmal aus. Matschbombe mit. Mit Egelsamen muss es dann letztendlich auch rausreißen. Sollte reichen, der nächste Egelsamen. Und es schläft immer noch. Sehr gut. Also die Kombination Egelsamen und Schlafpuder hat sich schon sehr oft bewährt gemacht. Ich bin schon ganz froh, dass Bix dabei ist. Und Level 23, gut. Ausgerechnet das bringt wirklich richtig wenig Erfahrung, aber naja, was soll man machen? Immerhin keine Gefahr. Muss man es mal so sehen. 75. Ach Gott. Schade, schade Schokolade, hat er gesagt. Ja. Was da wohl die Original, der Originaltext war. Schade, schade Schokolade, ja. Giflor. Typ Gift. Pflanze. Bedeutet, dass die Pflanzenattacken zumindest neutral treffen. Die Giftattacken zumindest neutral treffen. Also dürfte der Schaden nicht ohne sein. Ja, 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 ja. Oh, nö, das nervt. Stachelspore nervt. Das dürfte sehr, sehr wenig abziehen, weil Bisaflor eine Doppelresistenz hat gegen Pflanze. Mhm. Greif jetzt bitte an. Danke. Mmh, 690. Sehr ordentlich. Und ein Igel. Nee, nee, nee. Nee, nee, nee. Das klingt nach einem machbaren Fall für Rita. Sie darf auch mal wieder smashen, würde ich sagen. Indem sie Kleinsteins aus ihren Handflächen feuert. Igelava bereitet sich schon darauf vor, indem sie es einigelt. Ist auch gar nicht so dumm. Oh, da kommt die Flinkklaue. Komm, jetzt triff aber. Yes. Schauen wir mal, wie viel Schaden es trotzdem macht. Trotzdem sehr ordentlich. Also ein Two-Hit ist es auf jeden Fall. Two-Shot. Könnte aber auch. Na, schade. Es igelt sich nur ein. Jo. Das ist okay. Dann kannst du mit deinem Horn einmal drauf. Auch nicht so wenig Schaden, weil Rihonios Special-Verteidigung nicht so gut ist. Also trotz Resistenz macht das nicht wenig Schaden. Kesper aber jetzt Level 24. Ja, da wir noch ein bisschen Zeit haben, ein paar Pokémon von mir angeknabbert sind. Ah, ich glaube, ich kann hier sogar zurück. Kann das sein? Ja. Dann geht es nochmal zurück heilen. Ja, und auch in den Supermarkt, damit Mutter nicht schon wieder anruft.
Fauxpas. Fauxpas. Piapa. Hast du noch was anderes? Focus Gurt zum Beispiel? Nee. Die gibt noch ein paar nützliche Items, an die man sonst entweder nur sehr schwer oder sogar gar nicht rankommt. Deswegen soll die mal noch weiter sparen. Jetzt ist es auch egal. Also so viel Geld, wenn wir jetzt noch Geld brauchen, können wir es uns jederzeit holen. Also jetzt ist Geld auch egal. Ich würde trotzdem so oft wie möglich das Münzamulett natürlich einsetzen. Aber sonst spielt jetzt Geld nicht mehr so die große Rolle. Wir können uns natürlich noch TMs kaufen. Werde ich auch machen. Und wenn wir vor der Liga stehen, kann es gut sein, dass wir im Casino dann auch noch ein paar TMs erspielen, weil da sind schon sehr gute. Und ich habe das Gefühl, die können wir schon gut gebrauchen irgendwie noch am Ende. Ja. Das haben wir auch. Weil viele der Pokémon, ich habe ja mal die Attacken gecheckt, also die natürlichen Movesets von den meisten meiner Teammitglieder, die sind relativ bescheiden. Da gehe ich das Risiko mal ein. Er hat zum Glück nur zwei. Schauen, ob es reicht, weil Wailord hat sehr viel HP. Das reicht trotzdem nicht. Und jetzt bitte auch was mit Pflanzenschwäche, das wäre nett. Sorgensamen. Ändert die Fähigkeit des Gegners. Psyana ist gefährlich. Es ist sehr gefährlich. Oh, ist sogar schneller. Oh, nee. Oh, zieht über die Hälfte ab. Das wird nicht reichen. Oh, danke. Also hätte Bix jetzt noch ein drittes Mal angegriffen, wäre es das gewesen. Generell sieht das gerade relativ übel aus. Psyana ist schnell und stark. Boah, okay. Also normalerweise würde ich Altaria einsetzen, aber Altaria ist einfach noch zu schwach. Schauen wir mal, wie Rosie das tankt. Nicht gut wahrscheinlich. Ja, doch, doch. Doch, ist ganz ordentlich. Typ Psycho. Schauen wir mal, wie viel Ice Heap abzieht. Er setzt keinen Trank ein. Das darf jetzt kein Volltreffer sein. Dann ist es natürlich ein Volltreffer. So, er darf keinen Trank einsetzen. Schattenstoß ist ein Prioritätsangriff, der immer zuerst angreift, so wie Ruckzuckhieb. Von daher war das jetzt ganz safe, außer er hätte natürlich einen Trank eingesetzt. Verfolgung? Ja. Ja, besser als Gesichte. Ach, Arndt. Ich meine, dass Rosie uns irgendwann verlässt, war ja klar, aber ich wollte nicht, dass sie so... Oh! Dass sie so geht. Dieser Flo muss geheilt werden. Nee, nicht damit. Hiermit. Oh man. Tja, wen holen wir denn dann zurück? Wahrscheinlich trifft Zepeli für den Kampf. Gustavo. Und da ist noch ein Trainer. Ja, wahrscheinlich trifft Zepeli.
Ist noch so das Stärkste, was ich auf der Bank rumliegen habe. Oh, perfekt. Da sollte ja wohl ein Surfer reichen. Aber wenn jetzt gleich noch... Also, ich habe zwar keinen Bock darauf, aber ich muss jetzt nochmal zurückgehen. Nicht das, also das war jetzt schon riskant, dass ich die hier gemacht habe. Dann nehmen wir gleich mal das ewige Eis entgegen. Ach, Rosie. Du wärst zwar nach der Arena in der Box gelandet, aber trotzdem möchte ich natürlich nicht, dass du für immer weg bist. Das ist natürlich schade. Dann kommt jetzt wieder Drift Zeppeli mit. Und Rosie kommt in die Todesbox. Schnäppke. Möchte ich nicht, dass es drauf geht. Deswegen nehmen wir Schnäppke noch nicht mit. Drift Zeppeli hat ein höheres Level. Kriegt auch sofort von mir eine Beere, bevor ich es vergesse. Wird aber geheilt. Ich glaube, das ist dann auch schon der letzte Trainer. Ja, ey, Sandra brauchen wir gar nicht erst versuchen. Da könnte ich, wenn es schlecht für mich ausgeht, mein ganzes Team verlieren. Das möchte ich nicht. Ich muss trainieren. Zum Glück können wir das mit den Groudons ganz gut machen. Und es ist, soweit ich das jetzt im Kopf habe, auch wirklich die beste Trainingsmöglichkeit. Also ist besser als die Rihornios im Wasser. Ups. So, wir lassen Gustavo vorn. Ich weiß nicht, ob vielleicht kommen danach noch Trainer. Wir gehen natürlich noch weiter. Aber das waren jetzt schon 5. Ich weiß nicht, ob die Arena mehr als 5 Trainer hat. Ach, okay. Ach, okay. Das kann weggeslampt werden. Und hoffentlich füttert es uns mit Wasserattacken. Das wäre sehr nett. Nein, es kommt natürlich eine Flugattacke. Ist aber sehr, sehr schwach. Trotz Schwäche. Das ist doch jetzt unnötig, dass du das überlebst. Setz bloß keine Heilung ein. Okay, manchmal machen das halt diese Ast-Trainer, weil sie Asses sind und mich ärgern wollen. Casper levelt auf jeden Fall deutlich schneller als Fluffy. So. Ich weiß nicht, ob das richtig war. Keine Ahnung. Nee. Nee, wir müssen da in die Lücke. Noch check ich's nicht. Können wir hier schon? Nein. Ich check's nicht. Ah, okay. Und da ist schon die Arena-Leiterin. Nope. Okay. Dann war's das hier in der Arena mit Leveln. Ja, ein bisschen Zeit haben wir noch.
Aber ich kann nichts Sinnvolleres mehr machen, als zu trainieren. Ich muss Level gewinnen. Ich trainiere jetzt noch ein paar Levelchen. Ja. Das ist der Plan. Da kommt auch das Groudon. Ist natürlich jetzt die Sache, ich werde viel trainieren müssen. Also ich weiß nicht, ob ich das vielleicht gleich lieber off-camera mache. Also jetzt weiß ich nicht, eine Stunde trainiere oder so. Und dann sehen wir den Arena-Kampf immerhin noch. Könnte nicht schlecht sein. Der Arena-Kampf. Ja. Ja. Also ich brauche euch auf jeden Fall jetzt nicht zeigen, wie ich hier stundenlang Groudons besiege. Oh, da kommt der Brand. Ah, nervig. Ja. Ja, das brauche ich nicht machen. Also das ist auch das Sinnvollste, was ich jetzt machen kann. Es macht keinen Sinn, mit diesem aktuellen Team gerade in der Arena anzutreten. Deswegen würde ich jetzt leveln. Bis alle ein vernünftiges Level haben. Wenn in der Zwischenzeit was passiert, was Spannendes, dann sehen wir uns gleich wieder. Ansonsten, wir haben noch ein bisschen Zeit. Also ansonsten würde ich sagen, machen wir den Arena-Kampf gleich noch. Aber mit einem aufgefreshten Team. Ich erspare euch bloß diese ganze Trainingssession jetzt. Aber ich werde auf jeden Fall nur hier im Gras bleiben. Nichts anderes machen als leveln. Wahrscheinlich jetzt eine Stunde lang oder so. Und dann sehen wir uns gleich wieder und kloppen Sandra weg, würde ich sagen. Bis gleich. So, da sind wir wieder. Was für euch nur ein paar Sekunden gedauert hat, hat für mich jetzt 3 Stunden gedauert, weil einige dieser Pokémon echt schrecklich zu trainieren sind. Also vor allem jetzt hier Altaria hat ewig gedauert. Aber ich habe es durchgezogen. Altaria, beziehungsweise Fluffy ist jetzt Level 39 und hat Drachentanz gelernt. Endlich. Rita ist Level 38. Ich habe ihr Lawine beigebracht, weil sie sonst echt nichts kann und auch echt nichts gelernt hat. Also das Moveset von Rita ist echt noch nicht so geil. Caspar ist Level 40, hat Finsterfaust gelernt und Fluch und Irrlicht. Das sind alles sehr praktische Attacken. Wir schauen mal, wie viel es bringt, aber schaut euch mal die Werte an. 125, 125 in beiden Verteidigungswerten und 109 Angriff. Also das Ding ist mächtig, aber noch mächtiger. Rita habe ich gar nicht gesagt. 137 Angriff, das ist echt heftig stark. Ja, Bix ist Level 40 und Gustavo ist Level 40. Und ihr seht, die haben alle noch keinen, obwohl sie auf dem höchsten Level sind, alle noch keinen Wert, der auf 100 ist. Im Gegensatz zu Zwirfinst oder Rihonyo. Also das sind Tanks. Und Fluffy hat auch schon 100 in Special Verteidigung. Ja, jetzt ist natürlich die Frage... Ach so, und Tokyo Drift ist auch dabei, aber Tokyo Drift habe ich nicht trainiert. Jetzt die Frage, wer wird mein Starter? Wird es Bix, Caspar oder Fluffy? Fluffy kann Drachentanz, ist aber sonst relativ schwach, kann aber paralysieren mit Feuerodem. Caspar kann Irrlichtfluch, Finsterfaust, das sind gute Attacken. Könnte ein guter Starter sein, könnte ich mir aber auch noch aufheben. Vielleicht ist das safeste, wenn ich mit Bisaflor starte. Ich glaube, das tue ich auch. Ja, ich starte mit Bisaflor. Es kann halt Schlafpuder und es kann Egelsamen. Das ist schon sehr, sehr mächtig. Ja, dann würde ich sagen, der letzte Arena-Kampf startet gegen Sandra. Startet gleich. Ihr höchstes Pokémon ist Level 41. Ich weiß gar nicht, wie viel sie sonst noch hat. Ich glaube 4. Wir werden es jetzt sehen. Sandra, sei gnädig zu mir. Sie hat 4 Pokémon. Vipitis. Level 38. Ist relativ gnädig, aber ich werde trotzdem auf Safe spielen und Egelsamen zuerst einsetzen. Vipitis weicht aus. Oh, zum Glück trifft Giftblick auch nicht. Nochmal Egelsamen. Da trifft jetzt aber der Giftblick. Das werde ich aber heilen. Wir brauchen Bix eventuell später noch. Ja, ich habe keine Psycho-Attacke, ich habe keine Bodenattacke. Das heißt, Vipitis ist tatsächlich nicht ohne. Was war denn Gift? Das hier? Ja. Vipitis ist wirklich... ich bin paralysiert. Dann war das die Amarena. Ja, Vipitis, was machen wir denn da?
Also immerhin kann Biggs nicht vergiftet werden. Oh. Ja, dann wechsle ich aus. Ich glaube, ich würde fast Altaria reinholen. Denn Altaria kann sie zumindest selbst heilen, wenn ich es auswechsle. Ja, schwierig, ey. Ja. Rita kann leider noch keine Bodenattacke. Und ich will auch nicht, dass sie vergiftet wird. Wenn Fluffy vergiftet wird, kann man immer noch auswechseln. Oder Paralyse kann man auch auswechseln. Wir schauen mal. Ich glaube, ich würde einfach mal einmal Drachentanz machen. Dann hoffe ich nicht, dass ich vergiftet oder paralysiert werde. Ah, fuck. Doch. Aber den Bonus vom Drachentanz lasse ich mir jetzt nicht nehmen. Egelsamen macht auf jeden Fall guten Schaden. Ich werde wieder Paralyse heilen. Und dann einmal mit Drachenklaue angreifen, denke ich. Ist aber nicht schlecht. Ist nicht schlecht. Also wenn ich jetzt mit dem Angriff durchkomme, dann haut Fluffy ganz schön rein. Allerdings... Naja, nee, ich kann das nicht riskieren. Ich kann das nicht riskieren, weil Fluffy ist mittlerweile, hat mittlerweile einen Angriff von plus 3. Wenn sich da selbst verletzt, dann ist das echt nicht ohne. Das ballert mir aber auch hier die Statusveränderung um die Ohren. Währenddessen schadet Egelsam immer ganz langsam. Ja, aber ich muss es weiter so machen. Wir haben noch ein paar Heiler. So, jetzt nicht nochmal irgendeine Statuskacke, bitte. Knirsche, yes. Okay, das ist das Opening. Jetzt ist halt die Frage, ob Sandra heilt. Es kann durchaus sein, dass sie heilt. Aber das ist nicht schlimm, weil dann dürfen wir zweimal hintereinander angreifen. Ja, sie heilt und sie verbraucht den Trank auch für den späteren Kampf. Das ist gut. Der Drachenklaue wird jetzt sehr viel abziehen. Altaria ist auf plus 3. Es reicht doch für... Ah, es ist ein Volltreffer. Okay, das heißt, wir wissen nicht so richtig, wie stark das jetzt war. Rosana. Oh, nee. Ich würde es tatsächlich riskieren und mit Drachenklaue angreifen. Altaria ist auf plus 3. Hat relativ viel Verteidigung. Wir wissen, wir hatten ja selber einen Rosana, dass es maximal Ice Heap kann. Yes, auch ein Volltreffer. Okay. Also, keine Ahnung. Volltreffer ignoriert auf jeden Fall die Statuserhöhungen. Also, keine Ahnung, ob Volltreffer da irgendwie der relevant war. Magnetilo. Ja, das Ding, das wird weggehauen. Zielschuss, okay, das ist egal. Ja, Magnetilo auch weg. Ihr drittes Pokémon weg. Und sie hat noch ein Schmerbe. Okay, alles klar. Ey, ich wollte auch nur mal sicher gehen und lieber mein ganzes Team trainieren. Wahrscheinlich hätte ich es nicht gebraucht, aber das ist auch gar nicht schlimm, denn als nächstes steht die Liga an und da ist irgendwie Level Cap irgendwie 50 oder so. Und das sind immer noch 10 Level pro Pokémon. Also irgendwann musste ich trainieren. Und jetzt war halt ein guter Zeitpunkt, weil man weiß halt nicht, was kommt. Puh, okay. Geil, damit haben wir alle Orden. Und als nächstes kommt nur noch die Pokémon-Liga. Wir müssen leider noch zu den Strudelinseln und Lugia besiegen. Und die Strudelinseln sind echt nervig. Das ist so ein kleines Labyrinth. Also da freue ich mich überhaupt nicht drauf. Ich werde mir vorher auch, das machen wir natürlich in der nächsten Folge, das ist jetzt schon alles lang genug. Ich muss mir angucken, welchen Weg ich nehmen muss. Ich habe keine Lust,
da irgendwie eine halbe Stunde, 40 Minuten rumzuirren, ohne zu wissen, wo es hingeht. Also ich werde auf jeden Fall mich informieren, was der beste Weg für die Strudelinseln wäre. Und dann kriegen wir das hoffentlich schnell los und kommen in der nächsten Folge hoffentlich zur Liga und fangen alle Pokémon, die ich noch fangen kann. Es müssten in der Höhle, Strudelinseln, zwei Routen und Siegesstraße. Also es könnten noch... Wo ist meine Hand? Hier ist meine Hand. Es könnten noch 5 Pokémon sein, wenn ich mich jetzt nicht verzählt habe. Und vielleicht ist da ja noch was dabei. Ansonsten sieht das Team schon ziemlich gut aus. Ich würde aber Tokyo Drift noch austauschen gegen Schnäppke, das jetzt auch noch sehr schwach ist. Aber das ist noch das ist noch diese eine Veränderung, die ich mitnehmen würde. Und dann ist das Team eigentlich Liga-ready. Außer wir fangen noch was Cooleres. Ich habe Bock. Es sind nicht mehr allzu viele Folgen. Es nähert sich dem Ende. Es bleibt spannend auf jeden Fall. Vielen Dank, dass ihr bis jetzt eingeschaltet habt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.